Herzlich willkommen, liebe Freunde und Mitstreiter der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück. Ich halte das Buch schon in der Hand. Freiheit in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Es ging um einen Vortrag von Professor Dr. Gerd Habermann beim Hayek Club in Oldenburg. Und die Herren Samp und Bothe waren so freundlich, uns dort filmen zu lassen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Vortrag. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich habe jetzt die Aufgabe, Sie aus der Depression wieder herauszuheben. Und das tue ich dadurch, dass ich versuche, Sie für die deutsche Geschichte zu begeistern, die nicht so trübselig ist, wie sie uns vielfach dargestellt wird, mit Hitler als Höhepunkt und all den furchtbaren Dingen, die damals passiert sind, sondern wie der Abend zeigen wird, können wir Deutsche, die zurzeit historisch vollständig entwurzelt sind und in der Luft hängen, sehr viel gewinnen, wenn wir uns auf unsere Wurzeln in der Geschichte besinnen. Herr Samm, vielen Dank für die schmeichelhaften Worte zur Einleitung. Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie doch hier eine stattliche Gemeinde inzwischen, seit wir das erste Mal vor 2 Jahren zusammen waren, zusammengeführt haben. Ja, ich hoffe sehr, dass Sie die Werte, die wir im Rahmen der Hayek-Gesellschaft und den Clubs vertreten, recht ans Herz schließen, sich klar machen, worum es eigentlich gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch gegenwärtig geht und auf diese Weise standfest werden in den Diskussionen der Gegenwart. Zu meinem Lebensehrgeiz gehörte neben der Gründung einer Familie und der Zeugung von Kindern beruflich die Errichtung einer Organisation für die Freiheit, das ist die Hayek-Gesellschaft, und dann auch publizistischer Ehrgeiz. Ich habe hier einiges veröffentlicht und 2 Bücher lagen mir besonders am Herzen, über den Tag hinaus. Und das erste war in den 90er Jahren gegen den Wohlfahrtsstaat. Geschichte eines Irrwegs, Untertitel. Der Wohlfahrtsstaat, der uns gegenwärtig so bedrängt, der uns 2/3 unseres Einkommens abnimmt und uns beunruhigt, was unsere Vermögen zum Beispiel gegenwärtig betrifft und uns jedenfalls gängelt, uns die Vertragsfreiheit nimmt, uns abhängig macht von Staatsleistungen. Das war das erste große Buch und das ist auch gut eingeschlagen damals und immer noch im Buchhandel in der 4. Auflage. Und der 2. Ehrgeiz literarischer Art war, also etwas höhere Ehrgeiz, war ein Buch, das ich dachte, es würde ein anderer das mal schreiben. Aber Jahr auf Jahr verging und niemand schrieb das Buch, was nach meiner Meinung unbedingt geschrieben werden musste, aber was noch niemand geschrieben hatte. Eine echte Marktlücke. Freiheit in Deutschland, in der deutschen Geschichte. Es gibt tatsächlich, ich musste ja recherchieren, es gibt da kein Buch. Und da eben niemand das schreiben wollte, musste ich es mir selber schreiben. Und das habe ich nach reichlicher Vorbereitung, die vielen Jahre, eben dann in den letzten 2 Jahren getan und das liegt nun vor, extra knapp gehalten, möglichst auch unterhaltend geschrieben, Sie sollen Freude haben, allerdings auch sehr dicht, es ist kein Instant-Book, was man so durchliest, ja. Meine Frau ist immer noch nicht durch, ich habe den Eindruck, sie benutzt mein Buch als Schlafpille, es ist die letzte Lektüre neben mir am Abend, guckt sie dann immer noch höflichkeitshalber, schafft wieder eine Seite, und schläft dann ein. Ja, sie findet es aber sehr gut und freut sich, dass sie langsam sich bis zur Hälfte schon vorgearbeitet hat in einem Jahr. Ja, warum habe ich das Buch geschrieben? Aus liberalen Gründen, aber auch aus patriotischen Gründen. Und darum finde ich, ist es gut zur Einleitung aus dem Vorwort zu lesen. Eine deutsche Geschichte als Geschichte der Freiheit, ist das nicht abwegig? Gelten die Deutschen nicht vor allem als das Volk der Staatshörigkeit, der Staatsmetaphysik, der knechtischen Freiheit zu gehorchen? Uferte der Weg der Deutschen nicht in den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts und in die deutsche Katastrophe von 1945 aus? Gibt es nicht Kontinuitäten von Karl dem Großen über die mittelalterlichen Kaiser, dann das großstaatliche Preußen mit Friedrich dem Großen und Bismarck bis zum Führer? Das war das Geschichtsbild, besonders auch der Nationalsozialisten. Ja. Und sind es nicht deutsche Philosophen und Ökonomen gewesen, die den Machtstaat ebenso wie den Wohlfahrtsstaat verherrlicht haben? Hegel, Treitschke, Adolf Wagner, Schmoller
und den utopischen Sozialismus begründeten, Rodbertus Marx Engels. Deutsche Philosophie beherrschte tatsächlich bis zum Zusammenbruch des Sozialismus ein Drittel der Menschheit. Ja. Also Marx, das Bild unserer deutschen Philosophen dieser Richtung wurde von China bis zur DDR über das ganze, den ganzen eurasischen Kontinent gezeigt. Dieses Buch will eine andere Geschichtslinie der Deutschen zeigen. Als Träger einer reichen politischen Kultur der Freiheit, des Universalismus, einer fast unglaublichen Vielfalt politischer Institutionen und dazu einer reichhaltigen Freiheitsliteratur. Die Deutschen waren nirgends und zu keiner Zeit nur ein Land des obrigkeitstreuen Gehorsams. Ihr Hauptteil, also das, was wir jetzt gegenwärtig Deutschland nennen, hatte historisch einfach Pech, als eine ungünstige politische Konstellation im 20. Jahrhundert eine Entwicklung sich durchsetzen ließ, die schon bei dem Wegdenken einzelner Faktoren, wie zum Beispiel der Weltwirtschaftskrise nach 1929 oder der Dämonie Adolf Hitlers, auch weniger unglücklich hätte verlaufen können. Selbst noch in jenem späten Juli 1944, als einzelne Mutige sich auf den Weg machten, den Führer in die Luft zu sprengen. Nach bis dahin etwa 40 ähnlichen Bemühungen, die alle an wirklich idiotischen Zufällen gescheitert sind. Ja, bis hin zu Georg Elser kennen Sie alle, ne? Ja, da war es ja am nächsten, am Gelingen. Nationalpreußische Historiker von Heinrich von Treitschke und Gustav Droysen bis zur Gegenwart hatten es sich angewöhnt, die deutsche Geschichte bis zum sieghaften Aufstieg Preußens als politische Verfallsgeschichte mit dem Partikularismus und den Spaltungen als deutschem Krebsübel zu schildern, seine Dezentralisation und sein Weltdeutschtum zu verdammen. In der Tat war der repräsentative Deutsche auch unserer Klassik gleichzeitig und vor allem mangels eines nationalen Zentrums betonter ideeller Weltbürger wie Goethe, Schiller, Kant oder Wilhelm von Humboldt. Er entbehrte bis ins 19. Jahrhundert eines politischen Mittelpunktes und hatte das bis zu den napoleonischen Kriegen nur selten vermisst. Es geht in diesem Buch darum, dazu beizutragen, dass sich in Betrachtung der anderen Seite der deutschen Geschichte, des Polyzentrismus, viele Zentren, politisch, ökonomisch, kulturell, und Wettbewerbspluralismus, Wettbewerb vieler Städte, oh, na, ich komme gleich darauf, bei den historisch entwurzelten Deutschen in ihrem Hauptstaat, Hauptstaat sage ich, weil bis heute gibt ja Deutsch als kulturell verstanden, fünf deutsche Staaten, auch weiterhin, der Pluralismus ist immer noch da, das Kernland Deutschland, es gibt die Schweiz, es gibt Österreich, also deutsch geprägt, es gibt die Schweiz, es gibt Österreich, es gibt Liechtenstein und Luxemburg. Alles das sind Deutsche, also aus dem ehemaligen Deutschen Bund, Deutschen Reich hervorgegangene einzelne Staaten. Also, dass sich bei den historisch entwurzelten Deutschen in ihrem Hauptstaat ein bescheidener liberaler Patriotismus wieder entfalten kann. Ein Patriotismus, der im Unterschied zum Nationalismus des 19. Jahrhunderts nicht erkauft ist mit der Herabsetzung anderer Nationen oder einem hybriden Vormachtstreben. Ein Patriotismus also im Sinne Herders. Er ist nur, wie Nietzsche einmal schrieb, nur ein Wohlgefühl des Baumes an seinen Wurzeln. Wie Herfried Münkler in unseren Tagen bemerkte, braucht jede Nation aus Gründen ihres Selbstverständnisses eine große Erzählung. Mythen und Symbole, die ihren Zusammenhalt und ihr Überleben sichern. Zu den Elementarbedürfnissen der Menschen gehört eben auch ein tiefes Verlangen nach Zugehörigkeit. Warum nicht die große Erzählung von der Freiheit und dem Wettbewerb in der deutschen Geschichte? Wir zeigen, dass es in der deutschen Geschichte wunderbare Beispiele von Nichtzentralisation der Macht gab. Ein Freiheitsbewusstsein unabhängiger Bauern und Bürger, genossenschaftliche Bauernrepubliken, stolzen, konföderierte Städte, um Wohltaten für ihre Bürger konkurrierende Kleinstaaten mit liberal aufgeklärten Herrschern, ja sogar Frauenstaaten. Kommen noch darauf. Frauenstaaten, ist Ihnen vielleicht neu. Jeder Libertäre wird staunend zur Kenntnis nehmen, dass es sogar unabhängige Dörfer, ja einzelne freie Bauernhöfe, auch hunderte von kleinen Ritterstaaten gab, deren Vielzahl allein die Macht jedes Einzelnen reduzierte, von politisch selbstständigen Bistümern, also den Priesterstaaten, ja, ein Drittel Deutschlands war in Priesterstaaten organisiert, ja, Gottesstaaten, Priesterstaaten, also die politisch selbstständigen Bistümer, Klöster und Abteien.
Und neben dem der institutionellen Vielfalt und dem politischen Wettbewerb gab es auch einen nicht weniger imponierenden religiösen und geistigen Pluralismus. Deutsche, Martin Luther, waren es, die das Glaubensmonopol der römischen Kirche durch eine religiöse Sezession durchbrachen. Ihr Beitrag zum liberalen Denken ist bedeutend. Kants Begründung des freien Rechtsstaates, von Humboldt, Schillers, Goethes, liberale Schriften machten Weltgeschichte. Nirgends ist eine so schöne Theorie der individuellen Persönlichkeit entwickelt worden. Besonders stolz können die Deutschen auch auf ihre institutionelle Untermauerung der Freiheit, auch jenseits von Angebot und Nachfrage, Wilhelm Röpke, sein. Die Lehren des Ordo und Neoliberalismus, die Entdeckungen der österreichischen Schule der Ökonomie, Böhm-Bawerk, Hayek, Mises. Für ihren Abfall von den Grundsätzen individueller Freiheit und ihrer überspannten Machtpolitik haben die Deutschen furchtbar büßen müssen, mit dem Untergang ihrer alten Städte, der Abwanderung oder Vernichtung großer Teile ihrer Elite, der Vertreibung von Millionen aus seit Jahrhunderten angestammten Siedlungsgebieten, der territorialen Verkleinerung, der Teilung mit 40 Jahren totalitärer Fremdherrschaft im Osten des Landes und am allerschlimmsten dem brennenden Gefühl der Schande und der Scham über Untaten, die man, bevor sie geschehen sind, in einer so hochstehenden Nation für unvorstellbar gehalten hatte. Bis heute wirkt auch bei Jüngeren dieser Absturz traumatisiert nach, verhindert ein ruhiges politisches Selbstbewusstsein und treibt in utopische Mythen. Ja, das aus dem Vorwort, um sie in Stimmung zu bringen. Und nun, die folgenden Kapitel beschäftigen sich eben mit dieser institutionellen, dieser geistigen Vielfalt. Und das beginnt schon mit den alten Germanen. Die alten Germanen, also unsere frühesten Vorfahren, die alten Deutschen, wie man auch sagte, hatten ja keinen Zentralstaat, im Unterschied zu der Macht, die ihnen gegenüberstand, nämlich die römische Bürokratie. Rom als Hauptstadt, Einheitssprache, großartige Armee, professionelle Berufsarmee. Und die waren dezentral, die der germanischen Stämme kämpften ständig gegeneinander. Und es gab da einen, das erste politische Genie der deutschen Geschichte ist natürlich Arminius. Hermann der Cherusker, wie ihn Martin Luther genannt hat. Arminius, ein verschlagener, also ein römischer Offizier, wohlgemerkt, ein total romanisierter Germane. Er hieß eigentlich Gaius Iulius Arminius. Ja. Total romanisiert, sprach Latein perfekt, wie auch sein Bruder Flavus. Und der schaffte es tatsächlich, unter den Augen des römischen Befehlshabers Varus, als sein engster Freund, einige, nicht alle, einige germanische Stämme zusammenzutun, und auch mit Widerstand in der eigenen Familie. Der Vater von Tusnelda, seiner Frau, war ja gegen ihn, war ein Römling sozusagen. Also im innersten Haus hatte er auch Widerstand. Also er schaffte es dann, den Römern jene furchtbare Niederlage zuzufügen, die wir die Schlacht im Teutoburger Wald in Kalkriese, ja nicht allzu weit von hier entfernt, immer noch in ihren Resten sehen können. Schlacht von Kalkriese, 9 nach Christus. Das war ein ganz wichtiger Beitrag zur Zurückdrängung der römischen Grenze, dann wieder von der Elbe. Da, immerhin gab es schon einige Jahrzehnte Rom bis zur Elbe, ja? Von der Elbe wieder an den Rhein. Es gab zwar noch weitere Vorstöße der Römer, aber Augustus gab das Kommando, das aufzugeben und stattdessen den Limes zu bauen und die Grenze nur noch zu sichern und den Elbe-Ehrgeiz zu begraben. Ja, das war eine ungeheure Leistung, denn warum haben sich die Römer, ich meine, man könnte ja sagen, es wäre doch schön gewesen, wenn wir hier auch die Schönheit der römischen Städte, die unglaublichen Stand der Zivilisation, die Thermen, ja, das haben wir erst jetzt wieder so tolle Thermen wie im alten Rom, ja, die großartigen Spiele, naja gut, Gladiatorenspiele sind nicht jedermanns Geschmack, wir haben da heute den etwas zivileren Fußball. Theater, die Hygiene, der Schönheitssinn von Griechenland geprägt, der Römer, all das hat ja die Kultur sehr über die analphabetische Kultur unserer Vorfahren gestellt, oder? Man hätte ja auch sagen können, wirklich schade, dass Arminius da gesiegt hat. Wenn er unterlegen gewesen wäre, hätten wir schöne römische Städte bis an die Elbe gehabt. Hamburg hätte ein Amphitheater und so weiter. Nun gut, es ist aber dadurch möglich geworden, dass sich erstens diese germanischen Völker dem römischen Niedergang entzogen
und ihrerseits dann, als die römische Bürokratie vollkommen verrottet und der Fiskalterror die Bevölkerung ausgesogen hatte, selber wurden sie dann zu Eroberer des Römischen Reiches und teilten das unter sich auf, die germanischen Stämme. Wobei sie erstaunlicherweise vielfach als Befreier begrüßt wurden im Römischen Reich. Dort herrschte eine totalitäre Bürokratie, die Sie sich gar nicht mehr vorstellen können, die erst im 20. Jahrhundert wieder erreicht wurde. Es gab vor allen Dingen einen Steuerterror, der selbst von unseren noch nicht ganz erreicht ist. Man wurde hier auf die Funktion eines Steuerzahlers geradezu verpflichtet, gebunden als Unternehmer und dann sogar erblich. Man konnte auch seinen Ort nicht verlassen. Und die Strafen bei Nichtzahlung waren brutal, sodass die Städte sich entleerten, die Leute aufs Land flohen und dort in den Grundherrschaften die Steuerfreiheit als abhängige Kolonen und so weiter Steuerfreiheit schafften. Ja, für Germanen war Zahlung einer Steuer so viel wie Sklaverei. Und dazu kam noch das römische Strafrecht mit Auspeitschung. Ein freier Mann, der Steuern zahlt und unmöglich. Und darum die unglaubliche Empörung gegen Rom und das Erfolgreiche dieses Widerstandes. Sie wurden dann tatsächlich im Römischen Reich, im niedergehenden Römischen, als Befreier vielfach begrüßt. Befreier vom Steuerterror und Befreier auch von sonstigen Zwängen, die es damals schon gab, der allgemeinen Staatssklaverei. Ja, aus diesem römischen Bürokratie wurden dann viele kleinere germanische Staaten ohne Bürokratie oder nur mit Resten der römischen Bürokratie, wie zum Beispiel die Steuerverfassung, die hat sich noch bis in die Merowingerzeit gehalten. Auch die römischen Straßen wurden ja weiterhin benutzt, auch unter germanischen Völkern. Aber insgesamt war das natürlich zivilisatorisch ein Rückschlag ersten Ranges. Am Schluss gab es nicht mal mehr geistige Freiheit im Römischen Reich. 529 wurde die platonische Akademie in Athen geschlossen. Geistige Freiheit, philosophische Diskussion war nicht mehr möglich und der in diesem Falle dann kirchlich-christlich-kaiserliche Terror gegen die heidnischen Tempel und so weiter war furchtbar und gnadenlos. Ja, und nun kommen wir auf das erste Nachfolgeimperium, kurz Karl der Große hat versucht, dann wieder zu zentralisieren. Und er sah sich vor die Aufgabe gestellt, dieses Reich der Franken zu behaupten gegen die von Osten und Westen anreitenden aggressiven Reitervölker, die Araber zum Beispiel, die Awaren. Und wie macht man das? Man kann das nicht nur mit einer Bauernarmee machen, ja? Damals, zur Zeit der Merowinger, entstand das Lehnswesen. Und dieser Feudalismus oder das Lehnswesen ist eine der großen Quellen der Freiheit in der deutschen Geschichte. Wieso? Ja, wie macht man es ohne Zentralbürokratie und ohne Geldwirtschaft, eine professionelle Armee aufzustellen? Bauern, die schlecht abkömmlich waren, die ihren Hof bewirtschaften müssen, mit denen können sie nicht nach Italien, nach Frankreich gehen und so weiter und da einen Feldzug führen. Geht nicht. Man brauchte also eine Berufsarmee, Panzerreiter. Reiter und gepanzerte Reiter, die Ritter, die dann über 1000 Jahre hier in Europa dominierten. Und es wurde dann so konstruiert, dass eben bestimmte Adelsfamilien ein Gut bekamen mit abhängigen Bauern, die die Ritter dann versorgten, sodass sie sich voll dem Waffengeschäft widmen konnten, ökonomisch unabhängig waren. Sie waren selber Besitzer der Waffen, Eigenbesitzer, sie rüsteten sich selber aus, auch inklusive der Pferde und so weiter. Das war ein wichtiger Vorteil für sie, weil auf diese Weise sie einen relativen Freiheitsgrad hatte. Das Einzige, was sie an den Herrscher band, an Karl den Großen oder die Nachfolger, war Treueeid. Der Treueeid, also ein ethisches Element, aber ökonomisch zwingen konnte man sie nicht, weil sie selber unabhängig waren, Grundherrschaften hatten und sich selbst bewaffneten. Die Kriegsbetriebsmittel lagen nicht, wie bei uns heute, Bundeswehr, in der Hand der Zentrale, wo alle Soldaten ihre Waffen aus den Magazinen bekommen, den staatlichen, die steuerfinanziert sind, sondern machten sich selber die Waffen und die gehörten ihnen auch. Das war der Kern der Vielstaaterei in Deutschland. Denn die machten sich immer mehr, die Ritter, und machten sich immer mehr mit ihrem Stolz, Waffenstolz und ihrer ökonomischen Unabhängigkeit selbstständig. Aus denen wurden dann allmählich selbstständige kleine politische Einheiten,
Die Kaiser hatten es immer schwieriger, diese Lehnsheere zusammenzubringen. Und am Schluss war die kaiserliche Herrschaft nur noch ein Überbau zur Legitimierung der Gesamtordnung, aber ohne große Macht. Und 1806 war dann Schluss, darauf komme ich gleich. Ja, unter diesen Voraussetzungen, also der deutsche Föderalismus wäre gar nicht denkbar, den wir haben. Wir haben ja noch Reste dieser Verfassung, der deutsche Föderalismus. Ein Bundesland wie Niedersachsen und so weiter und da Sachsen und Thüringen und Bayern und so weiter, sind ja ein fernes Ergebnis dieser Dezentralisation, der Verwaltungsdezentralisation in der deutschen Geschichte seit dem Lehnswesen. Unter diesen Umständen kam es dann auch dazu, dass viele Bauern, die nicht abhängig waren, sondern unabhängig, besonders an der Nordseeküste, also auch hier in der Gegend und in den Bergen, sehr selbstbewusst ihre eigenen politischen Gemeinwesen aufstellten, Bauernrepubliken. Über Jahrhunderte haben die Dithmarschen zum Beispiel einen richtigen Bauernstaat gehabt, ja, und verstanden es gegen mächtige Heere und selbst gegen Hamburg erfolgreiche Gefechte zu haben. Und erst durch die Übermacht der aufkommenden Nationalmächte wie Dänemark ist dann 1559 diese Bauernrepublik erlegen. Aber noch heute ist das Bewusstsein dort stark und es gibt ja auch noch einen Kreis Dithmarschen. Das war mal eine unabhängige Republik, unmittelbar zum Kaiser. Aber nicht nur Dithmarschen, sondern auch hier die Gegend. Die Friesen, die Stedinger, von denen wissen Sie ja vielleicht, das ist ja nicht weit von hier, an der Weser, hatten ebenfalls solche Bauernrepubliken. Sie haben argumentiert, wir haben das Land in den Marschen erschlossen, wir zahlen keine Steuern. Ja? Also die Versuche der Bischöfe von Bremen und so weiter, diese Bauern zu unterwerfen, ist zunächst gescheitert gewesen. Die haben sich behauptet, die wollten auch keine Steuern zahlen. Ne? Ja, versteht man ja, warum Steuern? Wir haben uns das alles selbst geschaffen, aus dem Meer. Und ähnlich war es dann in den Bergen, obwohl auch die Bauern unabhängig als Kolonisatoren tätig waren, die Almen erschlossen und so weiter. Und dort ist dann auch ein Bauernstaat als Genossenschaft bis heute erhalten, nämlich? Die Schweizer Genossenschaft. Genau, die Schweiz. Die Schweiz ist der einzige erfolgreiche Versuch in der deutschen Geschichte, auf genossenschaftlicher Ebene einen Staat zu konstituieren. Bis heute. Sie merken die Unterschiede überall, wenn Sie in die Schweiz kommen. Die Bürokratie spielt nicht die Rolle wie bei uns. Die Schweiz baut sich von unten nach oben auf, zum Beispiel Kommunale. Die Kommunen die regieren sich wirklich noch selber. Sie haben Verfassungshoheit und so auch die Kantone. Und die Staatsquote ist relativ bescheiden noch und das Ehrenamt, das Milizsystem, spielt in der Schweiz eine große Rolle. Ja, so hätte es auch bei den Dithmarschen aussehen können, aber es ist dann doch anders gekommen. Also die Bauernfreiheit über Jahrhunderte, bis ins 16. Jahrhundert in den Dithmarschen. Aber nicht nur das. Es gab dann bis ins 17. Jahrhundert 3000 Städterepubliken. Städterepubliken, kleine und größere Städte, die nur als formelle Oberhoheit den Kaiser hatten, aber im Übrigen freie Städte waren. Das heißt Steuerhoheit, Münzhoheit, Wehrhoheit. Also richtig, auch natürlich in der Außenpolitik vollkommen frei, machten eigene Verträge und so weiter, bildeten eigene Bünde, weil sie natürlich für sich zu schwach waren. Der Rheinische Städtebund, der Schwäbische Städtebund sind die bekannteren. Bis heute zehren wir eigentlich von dieser großartigsten Epoche des deutschen Bürgertums mit den Altstädten, die wir bewundern, von Augsburg bis Wismar oder Stralsund. Es ist ja geradezu unglaublich, wie diese vielen freien Städte in Deutschland, was die für ein Stadtbild geschaffen haben. Ja, dahinter steckt die ganze Inbrunst und Liebe zum eigenen Gemeinwesen. Vergleichen Sie das mal mit heute, mit unserer kommunalen sogenannten Selbstverwaltung. Was ist das? So? Nicht mal ein eigenes Steuerrecht. Und man wird da einfach so, wenn man hier nach Oldenburg zieht, da ist man gleich Bürger von Oldenburg. Ja? Das war früher nicht so billig. Da mussten Sie, so ähnlich wie bei uns heute auf nationaler Ebene, die Einbürgerung, mussten Sie da nicht nur was zahlen, bevor Sie Bürger wurden, sondern Sie mussten sich auch richtig identifizieren. Sie mussten zeigen, dass Sie die Verhältnisse kennen und so weiter, bevor Sie Bürger wurden.
Hier ist das nur noch ein bürokratischer Akt. Da kann das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein natürlich nicht so stark sein, oder? Also diese großartigen Städtebilder, aus denen wir ja immer noch leben, egal wo Sie hinfahren, wenn Sie in eine ältere deutsche Stadt kommen, was interessiert Sie denn? Doch nicht die Sparkassenzentrale, oder? Diese öden Vorstädte und die Verwaltungsgebäude von der Allianz und so, das ist ja alles nicht zu übertreffen an Banalität, Öde und Langweile. Nein, Sie gehen in die Altstädte. Sie besuchen die herrlichen Tempel, die in Jahrhunderten gebaut wurden. Es mussten ja ganze Generationen dafür einstehen, ja, und das war nicht ganz einfach. Selbst in einer Stadt wie Stendal, in der ich übrigens erzeugt wurde, nach dem Bekenntnis meiner Eltern, selbst Stendal, ein Ort von 3.000 bis 4.000 auf seinem Höhepunkt Einwohnern, hat noch immer drei großartige Kirchen, in denen das X-fache der Bevölkerung untergebracht werden kann, nicht? Mal abgesehen von den Stadttoren. Ich will gar nicht reden von der Hanse. Ein freiwilliges Bündnis von über 200 Städten, im Wesentlichen ziviler Art, aber auch kriegsbereit, wenn es notwendig war, auf die Koggen und so weiter, stellte man einfach Kanonen und dann waren die dann eben. Und auch groß und erfolgreich über mehrere Jahrhunderte mit Lübeck an der Spitze. Noch heute, wenn Sie nach Lübeck kommen, das Holstentor allein ist Ausdruck der Macht und der Kraft, nicht nur die Marienkirche und das Rathaus, dieser Kommune. Ja? Also wenn ich in solchen Kommunen bin, übrigens auch in den italienischen, die eine ähnliche Geschichte haben, überhaupt an kulturellem Reichtum und Dichte, ist das einzige Land, das mithalten kann mit unseren deutschen schönen Landen Italien. Also auch zur seelischen Stärkung fahre ich regelmäßig mit meiner Frau in irgendeine italienische Stadt, ne, vorzugsweise natürlich Florenz oder Venedig, jetzt Silvester, gerade gestern eine Reise nach Venedig zu Silvester wieder gebucht. Ja, die Städtefreiheit mit der Hanse und den Städtebünden. Und danach, als das sich zu Ende neigt, es ist eben nichts unendlich. Ne? Sie alle hier sind ja leider auch nicht unsterblich, selbst ich nicht. Irgendwann ist Schluss. Und so war es dann auch mit der Städteherrlichkeit, als nämlich die Territorial, die kleinen, die Ritter, von denen ich sprach, und die adligen Familien haben sich eine Bürokratie geschaffen und Territorialherrschaften aufgebaut, die dann gegen die Städte und gegen die Bauernfreiheit zu Felde zogen. Und es kam dann zu einem Wettbewerb dieser vielen Territorien, ursprünglich Rittern, also Grafen und wie sich alle, Grafschaft, Herzog und wie die sich alle nannten, eine größer, die andere kleiner. Und unter diesen kleinen Staaten dann eben auch zu einem Wettbewerb, weil die großen Zentralisierungsversuche der deutschen Könige und Kaiser sämtlich misslungen sind. Alle Reichsreformen sind misslungen, stattdessen eben die Vielzahl der kleineren Mächte. Und so ist ein ganzes Kapitel hier überschrieben: Im Zauberland, im Märchenland des Partikularismus. Und ich stelle hier eine Reihe von kleineren deutschen Staaten vor, die da alle ihren besonderen, ja, es war natürlich absolute Trottel auch dabei und böse Typen auch, aber sonst doch meistens liberal, relativ im 18. Jahrhundert aufgeklärte Herrscher, die ökonomische, kulturelle Experimente durchführten, die wirklich was für das Gemeinwohl taten. Und als Beispiel habe ich hier angeführt etwa Thüringen, also Weimar, Sachsen-Weimar, Mittelpunkt, also Klasse, Weltliteratur, Welterbe schlechthin, aber nicht nur die anderen sächsischen Staaten auch, im Wettbewerb miteinander um Kulturförderung, um Unternehmer, um Wirtschaft, haben doch es gemacht, dass Deutschland heute ein dermaßen dichtes, kulturell und ökonomisch dichtes Land ist. Das ist auch ein Ergebnis der Kleinstaaterei. Man war dann auch sehr gut vorbereitet auf die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Ja, die Reichsfürstentümer Lippe habe ich geschildert, nicht ohne Sympathie. Die Fürsten sind ja heute noch da. Ich habe ihn selber gesehen, als wir auf einem ganz wunderbaren Weihnachtsmarkt in Lippe-Detmold waren, der wunderbarste, den ich kenne. Der Fürst stellte sein ganzes Schloss für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung. Natürlich, für dieses Erlebnis zahlt man 20 Euro. Ne? Aber es lohnt sich wirklich, der ganze Park in dem Sinne. Und dann das Allertollste aber, ein Gartenstaat. Was ist ein Gartenstaat? Nun ja, wenn Sie nach Dessau-Wörlitz fahren, Wörlitz kennen Sie vielleicht nicht, der großartige Park, aber das war ein ganzer Staat, der als Park organisiert war ursprünglich.
mit ökonomisch großartigen und ästhetisch vor allen Dingen erfreulichen Experimenten und Hinterlassenschaften. Also der Wörlitzer Park, es ist wirklich noch auch für uns Moderne, glaube ich, wenn wir da hinfahren, ein Elysium, ja. Unglaublich schön. Überhaupt, deutsche Parkkultur ist noch ein extra Kapitel. Ja, also diesen Gartenstaat schildere ich auch. Selbst die Friedhöfe hatten dort ein freundliches Ansehen. Und wenn man einem Freund etwas Gutes wünschen wollte, sagte man zum Abschied damals gerne, stirb zu Dessau. Also, dann wirst du dort ganz schön beerdigt, ja. Weil die Friedhöfe auch so schön waren. Schönheit ist ja etwas, was zum Leben geradezu lebenswichtig ist, weil ohne Schönheitserlebnisse werden sie krank. Ja, ich gehe dann noch auf eine andere Kuriose, wie die Reichsbaronie schauen. Es ist alles auch hübsch zu lesen. Ich bringe viele Anekdoten und wie zum Beispiel eine Fehde abläuft. Eine Fehde hat nämlich auch ihre Regeln. Ne? Also nicht die zentralisierte Kriegsführung, wie wir heute haben, sondern es geht dort mit feierlichen Erklärungen und so weiter. Und dann raubt man dem Nachbarn die Kuh und der nimmt dafür dann die Schweine. Im Gegenzug plündert man das Pfarrhaus und nimmt die Würste und den Speck mit und so weiter. So verlief eine Fehde, ab und zu natürlich auch etwas ungünstiger. Aber verglichen mit modernen Kriegen war das jedenfalls doch relativ angenehm. Der Vorteil dieser vielen zersplitterten kleinen Fürstentümer war, dass sie keine große Mühe hatten, wegzugehen, auszuwandern. Während wir demnächst eine Mindeststeuer international haben, die Austrocknung der Steueroasen oder wie die Grünen sagen, der Steuersümpfe direkt jetzt bevorsteht und das Kapital gar nicht mehr fliehen kann, war es damals immer möglich, dass man einen ungnädigen Herrn, einen Tyrannen, einfach durch Wechsel über die Grenze, die nächste Grenze war ja nicht weit, vielleicht nur 10 Minuten. Durch Wechsel über die Grenze konnte man sich dann eine neue Existenz im Nachbarstaat aufbauen. Und das geschah ja im großen, großen Umstand auch. Ja, und es gab Frauenstaaten. Ja, was ist das? Hat jemand eine Idee, was ich damit wohl gemeint? Den Ausdruck Frauenstaat hat mich ein Freund gebracht. Das sind doch Frauen da alles. Ja, nenn das doch so. Okay, habe ich dann auch so genannt. Frauenstaaten. Also, meine Damen, Sie hätten sich wohl gefühlt. Also, sie hätten alle politischen Rechte gehabt, ausschließlich übrigens. Also, kein Mann hätte, ihr Ehemann spielte da auch keine Rolle. Sie waren die Herrscherin, sie waren eventuell sogar Reichsfürstin und auf dem Reichstag vertreten, in personam. Und die Männer waren nur ausführende Organe. Und weil sie alle sehr gebildet waren in diesen Frauenstaaten, die Frauen, waren die Männer häufig nur gekrönte Trottel, die dann... Bitte? Ja, ja, ist das so, ja? Naja, gekrönt aber nicht, ne? Nur Trottel, oder? Ja, gut, okay. Nicht pauschalisieren. Also wir gehören bestimmt nicht dazu, wir hier Anwesenden. Ja, Frauenstaaten sind von Adelsfamilien errichteten Versorgungsstellen für adlige junge Mädchen und Witwen und ältere Fürstinnen und so oder so Adlige. Dafür wurde eben dann eine Grundherrschaft verliehen, es wurden Dörfer zusammengefügt und darüber dann eben diese Damen gesetzt. Das Ziel war eine gute Ausbildung der Frauen oder der Mädchen, eine gute Ausbildung nicht nur im rein praktischen, sondern auch im ästhetischen Sinn. Die Hoffnung war natürlich auch, es war auch eine Art Parship. Ja? Also es gab da Bälle und dort in dem Märchen König Drosselbart, finden Sie das ja, ne? Wie da die Prinzen alle kommen und sich vorstellen und die Prinzessin macht sich über alle lustig. Irgendwelche, sehr hübsch verfilmt übrigens in einem DEFA-Film. Ja, also auf Bällen und so weiter kamen dann so Fürsten aus den umliegenden, oder Ritter aus den umliegenden Territorien und dann war es das Ziel zu heiraten. Und später verwitwet vielleicht wieder dahin zurück. Jeder hat ihr besonderes Haus. Das gemeinsame Leben war relativ gemäßigt. Natürlich Messe anfangs vor allen Dingen. Und bei den jüngeren Frauen diszipliniertes Leben, aber keine Armut.
die konnten ihre schöneren Möbel alle mitbringen. Und Keuschheit natürlich, aber doch mit dem Ziel, diese Keuschheit zu überwinden, nicht durch eine glückliche Heirat. Ja. Frauen starten. Ja, und ich sagte schon, dass nicht nur diese Vielfalt, der Wettbewerb, der Pluralismus eine Quelle von Kultur und Freiheit war, sondern dass die Deutschen auch mit Martin Luther etwas zur religiösen Freiheit getan haben. Ich bin selber übrigens katholisch. Also ich habe nicht nur Frau Merkel als meine Chefin, sondern noch einen Herrn, Franz, Papst Franz. Ein Argument war für mich auch wirklich, dass ich mich etwas unabhängig machen wollte gegen den Staat, dass man noch eine andere Instanz hat, die einen Schutz und Rücksicht geben kann. Ein Argument für den Übertritt zur katholischen Kirche. Also jedenfalls war das ursprünglich ja mal ein festes Monopol in Hand des Klerus, der Mönche, der Äbte, der Päpste und so weiter. Ein Bekenntnis, wenn auch schon sehr großzügig, Renaissance. Die Sitten waren schon sehr locker, es gab verheiratete Priester, es gab Päpste, die beim Ehebruch starben. Und Martin Luther nur mit seiner Botschaft hat dieses Monopol gebrochen. Es gab nun eine zweite Wahlmöglichkeit und die anderen Reformatoren, Calvin und so weiter, Zwingli, kamen da auch hinzu. Ab da gab es auch wieder echten religiösen Wettbewerb und das ist doch etwas Positives. Ne? Ich meine, wir alle haben unsere religiösen Bedürfnisse. Ich auch. Ich will hier niemandem so nahe treten, der Protestant ist. Ja, ich weiß auch mal. Ich finde, die katholische Kirche ist sehr viel reicher an Riten, an Geheimnisvollen, also an der Gliederung des Lebens, vor allen Dingen auch für einen Intellektuellen wichtig an Philosophie. Während Martin Luther die ganze antike Philosophie über Bord geworfen hat die katholische Kirche noch die ganze griechische und römische Philosophie aufgenommen und bis heute katholische Soziallehre, ja, im Anschluss an Aristoteles, bis heute wird das gepflegt. Also jedenfalls ist, dennoch finde ich es gut, dass Luther, dem an Freiheit eigentlich nicht gelegen war, jedenfalls nicht an individuelle Freiheit, denn die Bibel war von da an absolut sola scriptura, sola fide, das verbindlich und er wollte keine anderen Bekenntnisse dulden, sein Hass auf Calvin, auf Zwingli war ja furchtbar und er wollte zurück zum Urchristentum und alles das, was er als heidnisch betrachtete, wurde über den Haufen geworfen. Und das führte aber auch an so Verarmung. Nicht, wenn Sie in eine katholische Kirche gehen heute und das vergleichen evangelische, sehr viel nüchterner, rationaler sozusagen. Ja? Da wird das Wort ausgelegt, man hat einen guten Prediger, was ich bis heute schön finde, also wenn es wirklich ein guter Prediger ist, was selten ist. Und der Ritus, den ja, sehr schön ist, die sakramentalen Dinge und so weiter. Der Ritus tritt in der evangelischen Kirche sehr stark zurück. Ja, aber also Luther hat jedenfalls für die religiöse, durch seine religiöse Sezession und den Mut und seine Persönlichkeit, Bibelübersetzung und sein Familienleben auch, vorbildliches Familienleben, seine Tischgespräche sind wirklich ergötzlich zu lesen. Sein Verhältnis zu seiner Ehefrau, die er Herr Käthe nannte, auch sehr ergötzlich. Und dann eben auch den Freuden des Lebens ja bekanntlich sehr zugetan und darum auch etwas kompulenter. Gut, das einmal zu den vielen Formen an Staatlichkeit und Institutionen. Und ich habe noch gar nicht genannt, dass eine große Quelle der Freiheit auch war, die Kolonisation des Ostens, wo ich jetzt wohne. Also Unternehmern, also keine Staatskolonisation wie unter Friedrich dem Großen, sondern Unternehmer, Locatoris im Auftrag von irgendwelchen Bischöfen oder so, zogen durch die Lande und warben damit Steuerfreiheit und günstige Eigentumsverhältnisse, wenn ihr mir folgt. Und es bildeten sich dann ganze Trecks, Hunderttausende, zogen in den relativ menschenleeren Osten und auch Mönche übrigens, Zisterzienser, Prämonstratenser, Jericho, Zinna und all die schönen Klöster und kolonisierten dann und germanisierten damit den deutschen Osten und erweiterten das von Deutschen besiedelte Gebiet dann nicht ohne Grausamkeiten, vollkommen klar. Mich wundert, dass die Debatte noch nicht aufgekommen ist, dass die Sorben und Wenden, die wir noch in übersichtlicher Zahl haben, nicht gesagt haben, also Kolonialismus. Wir fordern jetzt eine Wiedergutmachung für die Untaten von Otto oder von Heinrich dem Löwen.
Ja, das fehlt noch. Ne? Das ist durchaus logisch, wenn man da mal mit anfängt. Ne? Ja, geistiger Pluralismus, ja, darauf muss ich nun auch noch eingehen. Der Beitrag der Deutschen zur liberalen Geistesgeschichte, die Persönlichkeitsidee, also diese wunderbare Idee, dass man als Persönlichkeit etwas aus sich machen soll und dass man sozusagen die moralische und ästhetische Pflicht hat, aus dem Kapital, mit dem man geboren wird, physisch und geistig und seelisch, daraus etwas Erfreuliches zu machen, sich zu entwickeln. Auch mit Not und so. Also Not ist, wie Nietzsche sagt, Not ist nötig. Ja? Sie brauchen Gegner, um zu wachsen. Nämlich Wilhelm von Humboldt hat es immer wieder sehr schön gesagt und darum gegen den Wohlfahrtsstaat seiner Zeit polemisiert, dass gerade die Überwindung von Hindernissen glücklich macht und die Persönlichkeit stärkt. Wenn Sie alles wie heute im Wohlfahrtsstaat, und ja, sagen wir es mal vulgär, in den Hintern gesteckt bekommen, Rechtsanspruch hier, Rechtsanspruch da und in den neuen Wahlprogrammen ist das noch schlimmer geworden, die ich gerade analysieren muss, dann wachsen Sie nicht als Persönlichkeit. Ja? Sie werden dann Würstchen. Würstchen. Sie werden keine selbstständigen, souveränen, selbstbewussten Menschen, Frau und Mann, sondern Sie werden Würstchen. Einzige, was Sie können, sind Anträge auf Unterstützung und entsprechende parteipolitische Präferenzen. Ja, dieses Konrad Lorenz, also Kant sprach schon davon, dass der Übermaß an staatlicher Hilfe und so weiter die Menschen wie Haustiere behandelt, ja, und wendete sich dagegen, dass die Menschen alle zu Haustieren würden durch diese Fürsorge des paternalistischen Staates. Das ist heute ja noch sehr viel schlimmer geworden, sehr viel schlimmer. Sie sind ja vollkommen in der Hand des Staates, ihr ganzes Alter. Sie können ja nicht mal für sich selber vorsorgen. Dass sie noch frei heiraten dürfen, ist ja ein Wunder bei den Risiken. Ja, das sollte doch erstmal staatlich geprüft werden, also die Frauen und Männer untersucht, ob sie überhaupt passen und so weiter. Bei den Risiken, die vielen Scheidungen, ja, ist ja reine Verschwendung, oder? Staatliche Beratung hätte da, bürokratische Leitung hätte da vielleicht manche Katastrophe verhindern können. Also Persönlichkeitskultur, also von Verhaustierung sprach Kant. Konrad Lorenz in unseren Jahren spricht von der Verhausschweinung des Menschen. Die Verhausschweinung des Menschen. Klar, wenn Sie so ein Wildschwein sehen, das ist viel, viel vitaler, unabhängiger als so ein Hausschwein. Das ist einfach, das ist übrigens sehr intelligent, ist aber doch, wenn man es dann freilässt, vollkommen hilflos durch die Gegend läuft. Ja, ja, Verhausschweinung. Also gegen die Verhausschweinung, schon im 18. Jahrhundert, Kant, die großartige Freiheitsphilosophie von Kant, dass man nicht andere nur also zum Mittel für eigene Zwecke machen darf, ja, urliberaler Gedanke, nicht nur zum Mittel, ne? Auch, aber nicht nur. Und dass, was du nicht willst, die goldene Regel, dass das eben auch dann anderen nicht zugefügt werden darf. Ganz großartig ist die liberale Bewegung im 19. Jahrhundert. Der deutsche Liberalismus als politische Bewegung, etwas anders als die mehr so naturgewachsenen volksrechtlichen Freiheiten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Der Liberalismus ist eine richtige Lehre, eine Doktrin der Freiheit. Die kam im 19. und 18. Jahrhundert auf und trat auch ein Siegeszug in Deutschland an, der bemerkenswert war. Also man darf, auch wenn es dann schief ging, doch auf die Revolution von 1848 stolz sein. Das ist eine sehr gute Verfassung gewesen. Grundgesetz hat ja sich daran etwas orientiert. Und vor allen Dingen die liberale Bewegung hat für die ökonomische Befreiung, Aufhebung der Zünfte, all das erstarrte Zunftleben in den Städten, die Bodengebundenheit der Bauern in den Grundherrschaften, alles aufgehoben. Das war eben nicht mehr zeitgemäß. Und das führte zu einem Aufstieg Deutschlands, der unglaublich war. Also frei vom Stein, Hardenberg, Gewerbefreiheit, all das. In 100 Jahren wurde Deutschland zur Großmacht, 1914 dann, mit vervierfachter Bevölkerung verglichen mit 100 Jahre vorher. Und das war die Zeit der größten wirtschaftlichen Freiheit, hat auch zum Aufstieg des kleinen Mannes geführt. Das wird von der sozialistischen Propaganda heute immer in Abrede gestellt. Man spricht verächtlich vom Manchester-Kapitalismus und so etwas. Ja. In Wirklichkeit ist es so, dass durch die Befreiung der Bauern und der Handwerker und der Arbeiter und so weiter
man zum Beispiel auch frei heiraten konnte. Ne? Dadurch, und außerdem, nicht nur das, durch die Entwicklung der Industrie und der Arbeitsteilung war es möglich, die Kinder aus einer solchen Ehe dann auch zu ernähren. Es gab früher große ökonomische Vorbehalte gegen Ehen, wo schon in Aussicht stand, dass man seine Kinder nicht ernähren konnte. Der Liberalismus hat auch die Liebesheirat möglich gemacht, ohne Ehekonsens und gegen den Willen der Eltern und so weiter. Nicht? Na, jedenfalls führte das dann zu der Bevölkerungsexplosion, die Sie an unseren Städtebildern ja erkennen können, das 19. Jahrhundert, diese Riesenvorstädte. Und den Leuten ging es dann auch besser als je zuvor. Also natürlich verglichen mit heute schlecht, aber relativ zu dem, was vorher war, schon im 19. Jahrhundert. Die Leute lebten auch länger. Also Lebenserwartung ist ja der letzte Indikator für die Lebensqualität einer Gesellschaft. Wenn Sie früh sterben, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es Ihnen nicht so gut geht, oder? Wenn Sie möglichst lange leben, dann geht es Ihnen offenbar besser, oder? Und das war dann im 19. Jahrhundert schon der Fall. Sparguthaben und dann bildeten sich ja auch eigene selbstbewusste Parteien wie die SPD und die Liberalbewegung und so weiter. Ja, der kleine Mann, der dann ja heute gar nicht mehr so zu nennen ist, der hat ja nicht nur, wer hatte im 18. Jahrhundert eine Kutsche? Wer? Ja, Goethe hatte eine, Großbürgertum und die Fürsten natürlich, sonst kaum jemand. Heute hat jeder eine Kutsche. Ne? Gucken Sie hier nochmal hier raus aus dem Fenster, lauter Edelkutschen. Nicht nur ein Pferd, sondern 75 Pferde, 100 Pferde, 150 Pferde. Meine Frau fährt mit 170 Pferden, während ich mich mit 50, einem kleinen Polo, begnüge. Ja, und dazu natürlich auch die medizinische Betreuung. All das führt dazu, dass wir heute älter werden als je zuvor und das Leben so leicht ist, wie es überhaupt noch nie in der Geschichte war. Mit all den Gefahren, jetzt nicht nur vom Wohlfahrtsstaat, sondern auch vom leichten Leben her. Das ist ja auch nicht ohne Probleme, dass man sich alles Wünsche sofort erfüllen kann durch die Produktivität der Marktwirtschaft, ja? Dass sie alles sofort haben, von Informationsbedürfnissen, Google und so weiter, angefangen bis hin zu den Möglichkeiten von Spotify und so. Die Welt des Konsums ist unendlich und wenn man dort keine gute Erziehung hat, das alles zu gebrauchen, ohne daran zu ersticken, sieht es übel aus, den Menschentypus, der unter diesen Bedingungen groß wird. Ja, ich gehe noch kurz auf das Ende dieser vielen kleinen Fürstentümer und Rittertümer ein und auch der Priesterstaaten. Wie sah das aus? 1803 entschlossen sich die größeren Fürsten im Hintergrund Napoleon und seiner Eroberungen, die viele kleine Fürstentümer und die ganzen geistlichen Fürstentümer zu beseitigen. Und da will ich Ihnen ein Beispiel vorbringen, damit Sie ein Bild haben, wie das vor sich ging. Wie macht man das, dass man viele kleine Staaten fertig macht? Am Beispiel der Reichsabtei Schöntal. Am 15. Oktober 1802 saßen die Konventualen dieser Abtei nach dem Abendessen vergnügt zusammen, als ich mit Hörnerschall eine Kompanie württembergischer schwarzer Jäger ankündigte und die Abtei besetzte. Am 17. Oktober musste sich sämtliches Dienstpersonal vor dem Brunnen aufstellen. Ein Oberamtmann verließ das Besitzergreifungspatent und entlässt das Personal aus ihren Pflichten gegenüber dem Abt, der dann muss sich auch formell dem Herrn unterwerfen, Untertaneneid gegenüber dem Herzog von Württemberg und so weiter. Archiv und Kassen werden beschlagnahmt und in die Hauptstadt Stuttgart abtransportiert. Die Ausstattung der Gebäude, Orgel, wertvoller Musikinstrumente, Betten und Spiegel versteigert. Dasselbe los erfuhren Pferde, Ochsen, Kühe, Schweine und so weiter und so weiter. Und so ging das auch den Städten. Also am Beispiel hier von Schwäbisch Hall habe ich es geschildert, wie die Schwäbisch Hall auch vom württembergischen Fürsten, wie die unterworfen wurde. Also das war die gewalttätigste Aktion der Beraubung und politischen Entmachtung seit der Reformation. Die Reformation bestand ja auch zu einem Teil darin, dass man, darum hatte Luther auch sehr viele Freunde, dass die Klöster und Abteien zur Plünderung freigegeben wurden und damit ein großer Teil an Land und Leuten in die Hände der protestantischen Fürsten gelangen. Das war nicht ohne Folgen. Ja, im 20. Jahrhundert dann die Weimarer Verfassung war nicht gut.
weil sie nicht anschloss an die Dezentralisation, den echten Bundesstaat, wie er sogar noch unter dem Deutschen Reich unter Bismarck vorhanden war. Preußen klammere ich jetzt hier mal aus, können Sie mich nachher fragen, was mein Urteil über Preußen ist. Die Weimarer Verfassung vollendet den Einheitsstaat. Die Länder werden entmachtet. Es kommt nicht zum Vereinigten Staaten von Deutschland, das wäre damals mein Staatsmodell gewesen. Die Länder tun sich zusammen, wie die USA, und konstituieren einen Überstaat, sondern man ging von der Einheit des deutschen Volkes aus. Souveränität. Und damit wurde die Weimarer Republik zu einem dezentralisierten Einheitsstaat. Und unser Föderalismus heute ist eigentlich auch nicht das mehr, was etwa an Föderalismus im Deutschen Reich unter Bismarck war, mit eigener Steuerhoheit, eigenen Botschaften, zum Teil eigener Außenpolitik, eigener Post und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, den Beitrag zur Geistesgeschichte des Liberalismus habe ich erwähnt. Dazu kommt eben auch die österreichische Schule, mit, die wir hier im Besonderen verehren, mit ihrer Lehre von den Gesetzen des Wohlstandes, der Ökonomie und der Freiheit. Und der Ordoliberalismus, soziale Marktwirtschaft und so weiter, auch das ist eine deutsche Errungenschaft, die man in England oder in Amerika nicht hat. Da gibt es den Milton Friedman, aber was ist das verglichen mit Walter Eucken oder Hayek oder Mises? Ja? Widerstand im Dritten Reich und auch im 20. Jahrhundert überhaupt. Es ist nicht so, dass in Deutschland sich alle Hitler sofort überworfen haben, sondern so 2 bis 3 Millionen Menschen, die Zahlen habe ich mal zusammengestellt, gingen durch die Lager und zigtausende Deutsche wurden getötet. Also nicht nur die Juden, sondern auch die eigenen Deutschen. Es gab sehr viel Widerstand, wo der doch auch so, oder ein Widerstand unter ganz anderen Bedingungen als in den früheren Jahrhunderten, weil ja diese totalitäre Kontrolle viel größer war, ja. Und dann die Heldentaten vom 20. Juli sind Ihnen ja bekannt, ohne Rücksicht auf Erfolg, einfach nur als Zeichen, hat da eine Offiziersgruppe den sehr gut ausgedachten Staatsstreichplan versucht durchzuführen und das ist auch wieder an Zufälligkeiten gescheitert. Ja. Hätte auch gelingen können. Ne? Das, gucken Sie sich das mal an, wie das gedacht war mit der Ersatzarmee, also so eine zweite Armee im Hintergrund, mit der Entmachtung der SS. In Paris war das dann auch schon ziemlich weit mit dem Putsch. Also man hat die SS-Leute dort verhaftet. Hätte man sich gleich erschießen müssen. Hat man aber nicht gemacht. Also auch die fehlende Skrupellosigkeit der Verschwörer hat mit zu dem Misserfolg beigetragen, wenn auf der anderen Seite so ein brutaler Gegner steht wie Hitler und Himmler. Ja, 17. Juni, auch ein Tag der Freude eigentlich, weil da wirklich Hunderttausende in Ostdeutschland angegangen sind gegen dieses Regime, nicht nur durch Demonstrationen, auch durch Streiks in den Betrieben und so weiter. Das war wie 89, aber damals kamen in letzter Not dann die Russen mit ihren Panzern. Und das ist 89 nicht passiert. Wäre es Gorbatschow damals nicht gewesen, dann wäre das nach dem Beispiel des himmlischen Friedens in Leipzig genauso blutig niedergeschlagen worden wie in Peking. Das wollten da ja auch einige. Trotzdem, auch wenn das vielleicht entscheidend war, die Untätigkeit der russischen Seite, muss man den Mut dieser Leute bewundern, denn es hätte ja auch die eigene DDR, Volksarmee, die stand ja auch schon bereit, losschlagen können. Ja? Also eine unblutige Revolution, die dann zur Wiedervereinigung geführt hat, über die wir ja alle sehr glücklich waren. Ja, ein allerletztes Wort, Freiheit heute. Was heißt denn Freiheit? Also, ich unterscheide 3 Begriffe. Ich will jetzt nicht fragen, ob Sie das auch wissen. Individuelle Freiheit ist vielleicht die wichtigste, dass Sie Ihren eigenen Lebensplan verwirklichen können, dass Sie Ihren Interessen folgen können. Die klassischen liberalen Freiheiten. Das ist vielleicht die wichtigste. Dann kommt die kollektive Freiheit, also dass man an den gemeinsamen Entscheidungen des Gemeinwesens beteiligt ist, durch zum Beispiel Wahlen und Abstimmungen. Dass man die politische Führung wählt und dass man, wie in der Schweiz, auch über Gesetze abstimmt oder sie sogar selber als Volksinitiative auf den Weg bringt. Das ist kollektive Freiheit. Und dann gibt es die völkerrechtliche, dass ein Volk über sich selber bestimmt und nicht einer Fremdherrschaft unterworfen ist. Also DDR-Beispiel, nicht? Das war kein,
kein völkerrechtlich kein selbstständiger Staat, sondern es herrschte da, wie auch fast im ganz Deutschland, vor 1815 Napoleon, Frankreichs Grenze an der Elbe. Es herrschte eben eine fremde Macht. Ja, und unter diesen Gesichtspunkten, die individuelle Freiheit ist in Deutschland extrem eingeschränkt. Allein dadurch, dass Sie 2/3 Ihres Einkommens abgeben müssen. Rechnen Sie mal nach. Allein 40% Sozialversicherung. Versuchen Sie, die mal kritisch zu sehen. Das war von Bismarck eine Erfindung für arme, unwissende Proletarier. Jetzt werden wir alle so behandelt. 40%. Als wenn man nicht in der Lage wäre, eine private Krankenversicherung, wir haben ja noch Reste von Freiheit. Ja, ich bin in der PKV, einer privaten Krankenversicherung, sobald das möglich war. Die ist aber bedroht, Bürgerversicherung und so weiter. Die Rentenversicherung ist einfach ein Skandal. Und die ganzen anderen Versorgungseinrichtungen mit unserem Geld. Der Staat, Bismarck hat, hat gesagt, er hat jede Ausgabe des Staates beruht auf einem Verzicht des Bürgers. Oder der Staat ist keine Kuh, die im Himmel gefüttert und auf Erden nur gemolken wird, ja, zu werden braucht, sondern wir zahlen das alles selber. Mein Grundkonzept, also es gibt den Leuten, wie die neuseeländische Reform, eine geglückte mal demokratische Revolution vor 2-3 Jahrzehnten, gibt den Leuten ihr Geld zurück. Sagt ihnen vielleicht, ihr müsst vorsorgen, ja, für ein Minimum wenigstens. Zum Beispiel großen Risiken, Krankheitsrisiken. Krankenhaus kostet wahnsinnig viel. Also ihr müsst vorsorgen, aber wie ihr das macht, das steht euch, auch Hayeks Modell übrigens, das steht euch frei. Und dann können eben Sie das so oder so anlegen, Sie werden ökonomisch geschult und nicht so dumm, wie Sie gegenwärtig meistens sind. Keine Ahnung mehr vom Anlegen von Kapital, von Risiken und Rendite und so weiter. Sie sind insoweit Staatssklaven, kann man wohl sagen. Ja? Also 2/3 und die ganze Daseinsvorsorge in diesem Sinne haben Sie nicht mehr in Ihrer Gewalt. Und das zerstört sich jetzt selber dadurch, dass zum Beispiel die Impulse zur Familiengründung natürlich zurückgehen, wenn der Staat sich aus seiner Ersatzfamilie, der Wohlfahrtsstaat, aufspielt und sie auf jeden Fall versorgt im Alter, auch wenn sie keine Kinder haben. Ja? Sie werden dann finanziert von denen, die noch Kinder haben, die dann entsprechend belastet sind. Alles unmöglich führt dazu, dass wir eben immer weniger Kinder haben. Die Familie ist nicht mehr existenziell. Man braucht das nicht mehr, die Familie, also unbedingt. Und weil ja der Wohlfahrtsstaat da ist. Das ist die große Illusion und die wird platzen in den kommenden Jahren. Ja, also Freiheit, individuelle Freiheit, ökonomische Freiheit, soziale Freiheit, sehr, sehr, sehr stark eingeengt. Meinungsfreiheit ja zunehmend auch, weniger durch den Staat als vielmehr durch so öffentliche Strömungen, durch Rundfunk, Medien und so weiter. Dass man zum Beispiel diesen Vortrag hier heute Abend, glaube ich, in bestimmten Kreisen am liebsten verbieten würde, oder? Dass gewisse Meinungen einfach kriminalisiert werden als rechts oder gar Nazi. Dass sie, wenn sie sich gegen den Gender-Blödsinn wenden, dass sie dann eben rechts sind, ja, oder was gibt es da noch für Blödsinn? Ja, Cancel Culture, ja, also weißer Mann, kleine Minderheit und Kolonialismus, alles im Interesse eines extremen Egalitarismus, der die Strukturen zerstört. Rassismus, vollkommen entleert der Begriff, heißt jetzt, es ist schon Rassismus, wenn Sie sagen, ich bin gern Deutscher, ne? Weil das ja nicht die anderen einschließt. Wenn Sie dann noch sagen, ich bin lieber Deutscher als, sagen wir mal, Australier oder Franzose, dann ist es ein Oberrassismus, ne? Es müssen immer alle dazugehören. Inklusion. Niemand darf, also allgemeine absurde Gleichheit, Aufhebung der homogenen Gemeinschaften und Gruppen, das ist das Ziel dieser Bewegung, die man ja, links illiberal nennen kann, mit Sarah Wagenknecht links illiberal oder auch kulturmarxistisch, wie ich sie nenne. Die Bewegung bedroht unseren geistigen Überbau. Ja. Dagegen müssen sie sich aufwehren und die nötigen Argumente auch bereit haben, nicht? Und nicht so umfallen wie jetzt die Firmen, zum Beispiel in Sachen Regenbogen. Ja? Ist ja auch so eine Sache. Huh? Ich meine, dass man das dermaßen, also extreme sexuelle Abweichungen, so in den Vordergrund des Lebens stellt. Soll jeder glücklich werden auf seine Weise? Habe ja nichts dagegen. Aber ich muss mich doch für meine Hetero-Eigenschaft nicht rechtfertigen, oder? Muss ich mich entschuldigen, ja?
Ich möchte auch nichts anderes sein. Ich möchte kein Trans sein. Ich gebe zu, dass es dahinter steckt schon wieder eine Aggression gegen die Transen. Ja, wollte nur sagen, da ist man ja wirklich inzwischen geistig hier in einem Ehrenhaus angelangt, ein Ehrenhaus, das ernstlich unsere geistige Meinungsfreiheit und so weiter bedroht, das ist überhaupt kein Zweifel. Da führen ja viele einen großen Kampf im Moment. Tichys Einblick und Axel des Guten und Frau Lengsfeld und natürlich auch Herr Karl und all die. Ja, meine Damen und Herren, und zum Schluss noch auch die letzten Worte hier in meinem Buch. Kein Grund zur Entmutigung, sondern Probleme sind eben das Leben und man wächst daran, dass man mit Problemen ringt und sie nach löst. Das Leben ist überhaupt ein Problemlösungsverfahren. Die einzigen, die keine Probleme haben, liegen auf dem Friedhof. Ne? Also freuen Sie sich, wenn Sie Probleme haben. Ich meine, das entwickelt Ihre... Wozu haben Sie Muskeln? Indem Sie da Aufgaben bewältigen. Glück ist, sagt ein von mir verehrter Psychologe, Glück ist eine Überwindungsprämie. Wann sind Sie am glücklichsten? Also ich weiß, dass ich 3 Jahre lang um eine junge Frau geworben habe, die mich immer abgelehnt hat. Und eines Tages hat sie mich nicht mehr abgelehnt. War ich sehr glücklich. Oder eine Prüfung, nicht? Das kennen Sie ja auch, wenn Sie sich wirklich furchtbar angestrengt haben. Und dann kommt das Gelingen. Und dann, das sind wirkliche Höhepunkte des Glücks, die mit Leiden auch verbunden sind. In jeder Generation, so schrieb der italienische Politikwissenschaftler Gaetano Mosca, gibt es eine Anzahl hochgesinnter Menschen, die alles Edle und Schöne lieben und einen Großteil ihrer Tätigkeit dem Kampf gegen den Verfall der Gesellschaft widmen. Das ist jene kleine moralische und geistige Aristokratie, die die Menschheit hindert, im Sumpf des Egoismus und der materiellen Begierden zu verrotten. Dieser Aristokratie verdanken es die Völker, wenn sie der Barbarei entronnen und niemals wieder in sie zurückgefallen sind. Selten gelangen die Mitglieder dieser Aristokratie zu höchsten Stellungen der politischen Hierarchie, aber sie leisten mehr. Sie formen den Geist und die Gefühle ihrer Zeitgenossen und vermögen so, ihr eigenes Programm den Herrschenden aufzuzwingen. Es ist undenkbar, dass sich in der jungen Generation keine solchen hochgesinnten Charaktere finden sollten. Und eben das ist unsere Hoffnung in der Haie-Gesellschaft. Wir machen auch sehr viel Jugendarbeit und auch in den Haie-Clubs. Auch eine Botschaft für alle, die sich verantwortlich halten für das Gemeinwesen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, liebe Freunde der Atlas-Initiative, das war der Vortrag von Professor Dr. Gerd Habermann. Wir empfehlen das Buch natürlich auch, verlinken es unter dem Video. Folgen Sie uns weiterhin auf unseren Kanälen, teilen Sie das Video und werden Sie Mitglied, wie immer der Link unter dem Video. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.